Und wir haben einen der erfolgreichsten Start-up-Unternehmer in Deutschland eingeladen, Dr. Iyad Mardisch. Ganz herzlich willkommen. Ja, hallo. Wie finden Sie denn die Idee von diesem Beta-Haus in Berlin? Ja, finde ich eine sehr gute Idee, weil man heutzutage mit einfachen Mitteln und ein paar Geräten Ideen umsetzen kann, wofür man früher viel mehr benötigt hat. Und zusätzlich noch in diesem Beta-Haus gibt es natürlich die Möglichkeit, sich mit Leuten zu verbinden, die andere Fähigkeiten haben, um dann sozusagen schnell eine Idee auf die Straße bringen zu können. Sie sprechen da ja auch aus eigener Erfahrung. Sie sind 31 Jahre jung, haben in Harvard eigentlich Medizin studiert und haben vor 4 Jahren dann mit Freunden zusammen das Startup-Unternehmen ResearchGate gegründet. Das ist ein Netzwerk für Wissenschaftler, so eine Art Facebook, vielleicht kann man das beschreiben. Ja, und dieses Unternehmen ging durch die Decke. Sie haben Investoren bekommen aus Silicon Valley zum Beispiel und inzwischen 1,5 Millionen Mitglieder. Also eine ganze Menge. Und wir können Sie jetzt hier mal bei der Arbeit anschauen, wie die Atmosphäre da so ist. Das ist ein relativ lockeres Arbeiten offensichtlich. Ist das genau das Erfolgskonzept? Ja, ganz genau. Ich glaube, flache Hierarchien sind in so einer Firma sehr, sehr wichtig. Ich mag es auch nicht, wenn die Leute mich in der Firma Chef nennen. Das heißt also, wir sind alle Partner, wir versuchen alle dasselbe zu erreichen, wir ziehen alle am selben Strang. Das heißt also, bei uns sind sehr, sehr flache Hierarchien. Wir haben jetzt gerade vorher gesehen, die Situation in Spanien. Bekommen Sie viele Bewerbungen auch aus Südeuropa, Spanien, Portugal, Griechenland? Ja, tun wir. Und das ist auch eine Chance, auch dann für Deutschland oder für Berlin, dass wir dann natürlich auch sehr, sehr gute Fachkräfte und sehr gute Programmierer, Entwickler aus diesen Ländern einstellen können. Also eine Bereicherung im Grunde. Wie ist das sprachliche Problem? Ist das ist gar kein Problem, weil bei uns in der Firma wird so oder so Englisch gesprochen. Das ist die Kommunikationssprache in der Firma. Das heißt also, das ist schon wichtig, dass die Leute Englisch sprechen können, aber die meisten lernen auch relativ schnell auch dann Deutsch. Wie würden Sie denn diese Bezeichnung verlorene Generation sehen? Ist das also für Südeuropa beziehungsweise hier in Deutschland, kann man das so sagen? Oder würden Sie sagen, die haben alle eine Chance, die müssten eben nur flexibel sein? Ja, ich glaube, verlorene Generation, das ist, glaube ich, ein bisschen hart. Also die meisten haben eine Chance und ich glaube, gerade in so Situationen denkt man halt wieder drüber nach, okay, was kann ich machen, welche Dinge kann ich jetzt anders machen, die ich vorher vielleicht anders gemacht hätte. Also ich glaube, verlorene Generation ist zu hart und ich glaube, die Generationen reagieren ja immer wieder auf andere Umstände, um dann wieder die richtigen Wege einzuschlagen.